Eine Reise ins Ungewisse. Wir fliegen irgendwo hin. Und hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Dass ich das noch erlebe. Was denn? Auf meine alten Tage. Was denn? Noch eine Folge GTA Online mit euch Spastis durchzuspielen. Hammer, ne? Oh, nee, ist mir zu anstrengend gerade. So, wir wissen aber nicht, wo wir gerade hinfliegen. Das ist das Problem. Genau, wir wissen gar nicht, was wir machen. Der 616 fliegt ja quasi gerade das Flugzeug mit dem... Da sind wir einfach mal alle eingestiegen. Das war ein fremder Onkel, sind wir alle rein, gab Bonbons. Der wollte uns mal seinen richtigen Hengst zeigen. Jetzt bin ich mal gespannt, wo der wohnt, der Hengst. Huch, Avenger! Wo ist der denn? Hengst Moody. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wo es hingeht. Aber es geht ziemlich... Ich habe die Vermutung, dass es auf den... Oh, Turbinen werden langsamer, leiser. Aber Absprung hier über dem Wasser wäre natürlich auch nice, oder? Was? Ist schon zu spät, ist zu spät. So, er hat das Fahrwerk rausgefahren. Oh oh. Der will hier landen. Meine Damen und Herren, bitte schneiden Sie sich an, ja. Ist immer für Barra schon gut, der 616. Also wenn er das jetzt packt, ne? Meine Damen und Herren, hier spricht der Pilot. Wir landen in Kürze auf dem Radiosion Airport und wir bitten Sie um folgendes Nummer 8 und so und vor allen Dingen auch das Wort Jahrtausend. Dankeschön. Wir sind Ihr Pilot Klaus Persen. Applaus, Applaus. Das macht man ja nicht mehr. Insgeheim prügeln Benny und ich uns gerade im Flugzeug. Macht das doch keiner mehr. Applaus. Früher bei jeder Landung immer so, wie geil, der Pilot ist der Alter, oha, oha. Aber wenn wir so Turbulenzen gab es dann schon. Oh, aua. Aber Fliegen ist einfach nichts Besonderes mehr. Ja, kann jeder, ne? Ja, ich flieg auch. Alter, ich roll den Berg runter. Nee, mach keinen Scheiß. Alter, au. Ey, da fällt mir ein, wir wollten doch noch die Challenge machen, oder? Aber wir haben keine Fahrräder dabei. Diese Challenge. Nee, zu Fuß. Das ist eh viel lustiger. Das habe ich ja schon mal gemacht. Das ist super lustig, Alter. Wer als erster unten angekommen ist und wir legen uns 10.000 Mal auf die Fresse. Das ist super geil. Alter, hier ist scheiße. Fängt das wieder an. Och nö. Kommen die da alle hoch? Nee, komm mal hier an der Seite, musst du lang. Ja. Ist ja nur die gleiche Steigung. Ja. Wunderbar. Tolle Rede, Mann. Oh, hört sich nicht an. Irgendwie lege ich mich hier immer aufs Maul. Ja. Oh, was ist das denn gerade für ein Krusel? Wir hätten da geknötert gerade. Boah, hat der Tobi ihn fahren lassen. Bei der Konfi, ey, ganz ehrlich. Ja, Mensch, auf dem Berg, da gibt's keinen Sünd. Und gibt es in ich darf jetzt keine Haftbombe werfen, sonst ruiniere ich ja die Challenge. Gibt's in GTA wir haben gar keine Challenge gerade, doch, oder? Doch, lass einen Berg runterrennen. Ja, dann warte bitte noch. Ich muss hier noch. Aber wir müssen uns einen Wegpunkt setzen. Ja, dann warte bitte noch. Bitte warten Sie, gib mal über die Möhrchen. Ich brauche noch ein bisschen. Ja, das ist alles so. Es geht nicht mehr, Alter, wie es früher mal ging. Shit, ich bin schon fast tot, das ist das Problem. Ja, ich bin auch schon fast tot, aber ich weine nicht über mein Schicksal. Ich habe viel erlebt im Leben, nicht? Was denn? Ja, nun, da war die Sache damals mit dem Krieg. Da hat der Herr Hitler die Macht übernommen, nicht wahr? Und da sind wir auch alle... Aua, ich bin hingefallen. Pfleger! Komm mal her, Junge, komm mal her. Hier ist eigentlich perfekt, ne? Guck mal, hier ist perfekt, das ist super geil. Hier sollten wir runterrennen, einfach alle. Alle gleichzeitig die Rampe runter. Das sieht so beschissen aus, wartet ab. Das sieht richtig cool aus. So richtig mit Rennen oder einfach nur laufen? Einfach runterrennen. Einfach runterrennen. Nee, ich würde einfach ohne loslaufen. Springen. Einfach nur rennen. Ihr rutscht so oder so. Okay, drei. Wir sterben alle unterwegs. Zwei. Eins. Eins, los. Go. Und bisher geht's noch gut. Wir wollen einfach so ein Stück Scheiße in den Kopf runterrollen. Tot. Der Reschi ist mit seiner Bierflasche hinterher geflogen. Alter, tot. Wie kannst du denn da sterben? Das ist mir ein Rätsel. Ich bin auch tot. Ich bin hier in den Felsen geflogen. Alter Schwede. Wow. Ich guck mal, ob ich euch von oben kriege. Alter, auch tot. Alter! Alter! Wie kannst du denn da sterben? Weil ich sehe euch noch da auf der Seite. Alter, wieder wie so eine Robby nach vorne gesprungen. Oh, dann lade ich jetzt auf euch. Ja, hier runter bin ich letztens schon, vor ein paar Folgen, aber da habt ihr mir wieder nicht zugehört. Oh. Was hat er gesagt?
Alter, ich mach hier Bauchslide. Bauchslide ist irgendwie der lustigste, ne? Jetzt ist Judo Roll im Style. Der fliegt, Alter. Hallo Curry, yeah. Ich seh auch Rock und Heidi. Und der Currywurst. Wie so ein Seestern fliegst du den Berg. Cooler, ich cooler hier gerade. Alter, schön mit Bootsbau. Alter, du bist voll langsam. Ja, ciao. ich cooler einfach ein bisschen. Nee, es kommt doch nicht auf die Geschwindigkeit an. Oh, hier sind Fliegen. Pams! Ah, da seid ihr. Komm, ich schieb dich mal ab. Aua! Alter, ich spring vor, du bringst mich um. Wer? Jetzt hast du mir sehr, der Heidi hat mir Schaden verabreicht. Ja. Yeah. Die Currywurst einfach mal liegt. Hilfe! Klingt ein bisschen Alter, komisch, wie der sich abrollt, der Profi. Das gibt's ja gar nicht. Wenn man sagt, die nicht. Currywurst liegt da. Ja, Walle, das war wohl nix. Oh, Mann, oh, Mann. Oh, geil. Boah. Na komm schon, Alter. Der ist super sportlich. Der fängt sich immer. Wo ist denn der Tobi? Ach, da ist er. Der Tobi kommt voll von der Seite angerollt. Nein, geil. Nein. Komm. Ich bin wieder auf bescheuerte Art und Weise selber gestorben. So, jetzt hier runter. Eieiei, der ist gut, der Hügel. Auf dem Kopf. Boah, Überspeed. Du musst mal echt Geschwindigkeit aufnehmen. Oh nein, scheiße. Alter Schwede. Boah. Tobi, hast du den Kopf Nuss gegeben oder was hast du gemacht? Was machst du, Tobi? Alter, Finne, Alter, das ist ja. Hast du die überrollt oder was? Ich glaube auch. Und direkt weiter. Geil. Hey, der Belly, der dreht sich da wie in so einem Penny. Oh, oh, Felsen, gar nicht gut. Alter, oh, steh auf, Junge, steh auf, du schaffst es. Ja, Currywurst, ey, hallo? Das ist echt der Obershit. Oh, warte mal, da liegt der Geld. Baum. Meins. Jetzt läuft doch. Das war 19 Cent, hallo? Wer ist denn da vorne eigentlich, der rote Punkt? Wer ist ich. Denn das? 616. Nee, hä? 616, was macht der da? Ach so. Wo bist du ich denn, Walle? Ich bin auch ziemlich weit vorne. Ich bin gleich schon in der Stadt angekommen. Also die Alchemisten, die Abkürzung nehmen wollen. Hua! Ja! Ich rutsche hier die ganze Zeit auf meinem Gesicht runter. Aua, 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 aua. Aber Mutti, ich brauch Flicken an der Hose. Die Currywurst hat mich erschlagen, Alter, was? Du bist ewig reingerutscht, ne? Oh, geil. Was? Dabei hattest du eine harte Currywurst, was? Einmal mit Mayo, bitte. Was? Guck, wir sind da lang gerannt, da fliegt er. Der Holländer, oder was? Ne, wie nennt man das denn? Egal. Guck, wir sind dahinter alle in so eine Reihe rumrennen hier. Alle rennen sie dem Bronk hinterher. Lauf. Erinnert mich ein bisschen an die Szene von Forrest Gump, wo der seit zwei Jahren da rumrennt und alle rennen ihm hinterher. Ja, ich bin unten beim Zug und ich fahre jetzt mit. Das ist der Rattenfänger. Der Sarah hat zwar mal wieder ein Singleplayer-Let's Play. Ja, wie immer. Ich bin viel schneller als ihr. Das sagt deine Freundin auch immer. Den Witz hast du schon mindestens 50 Mal zu mir gesagt. Es bietet sich der wird nicht lustiger, mein Lieber. Der wird nicht lustiger. Weil du mal so ein kleiner Speedo-Fix bist. War keine Absicht, Currywurst. Das weißt du ja auch so gut, weil du mich immer heimlich beobachtest. Weil der zweite Nickname von Sarah heißt übrigens Speedo Gonzales. Aus zahlreichen Fanfictions weiß ich das. Huch, stöhnte Sarah Zahl lustvoll auf. Ach, du bist also der, der die Klicks da eruiert. Ja, natürlich. Ich lese die alle. Ich verschlinge sie. Abendlektüre. So, die Frage ist, bei welchem Zug bist du denn? Wir sind gleich in der Hauptstraße. Hier oben ist der Zug. Ich laufe hier einfach mal irgendwo die Straße runter. Ja, ich warte hier. Ich bin beim Zug. Wir sind schon viel weiter. Der Zug geht. Wir müssen jetzt wieder zurücklaufen, damit wir zu dir kommen. Du bist doch der Einzige. Wir rennen eigentlich alle dem Gronkh hinterher gerade. Alle bleiben so stehen. Also ich bin hier gerade bei diesem Zugparcours. Heiltraut hat das Spiel verlassen. Die Verbindung zur Sitzung wurde durch einen unbekannten Netzwerkspieler unterbrochen. Hefner ist dem Spiel beigetreten. Ich bin elendig verreckt, aber... So, gleich mal die Chance genutzt. Ey, was war das jetzt? Sehr gut. So, ach schade, ist er weg. So. Aber ich habe wichsend das Spiel verlassen. Was kommt ihr gemacht? Kommt ihr jetzt hier hin? Was ist denn da? Ja, ich dachte, wir fahren mit dem Zug oder so. Oder soll ich jetzt hier warten? Ja, ich weiß es nicht, was du dir so vorgestellt hast. Ja, ich mir auch nicht. So, ach gut, dann komm mal vorbei. Ich weiß nicht, was ich mir so vorgestellt habe. Dachte ich mir schon.
So, huch, ich wollte gar nicht schlagen. Ich wollte eigentlich. Aber dann latsche ich jetzt nicht zu Fuß da zu euch rüber, Jungs. Dann lassen Sie was machen. Besser ist, wenn wir alle zu dir gucken. Das stimmt allerdings. Hier ist übrigens die Stelle, wo wir uns letztens auch erschossen haben, alle. Diese Stundenfolge. Ich hoffe, das ist kein Omen. Die Alchemisten haben schon gerade ihr Gewehr gezückt. Was? Nein, das stimmt gar nicht. Hört auch so unschuldig zu tun. Denn du bist mir fremd. Hier kommst du gleich rein. Ach, geil. Huch. Den Koffer da geht den Party. Alter. Alter. Oh. Geil. Das war ja geil, Alter. Oh. Voll der Neonschein an meinen Füßen. Ja, ich bin auf dem Zug. Jawohl. Ich auch. Aha. So, wir kommen da mal vorbei. Alles klar, ich warte hier auf euch. Wer fährt hier gerade eigentlich? Ah, da ist jetzt so. Oh, die Alchemisten. Oh. Dann kann dir nichts passieren. Dann weiß ich, alles ist gut. Dachte ich bis eben. Train Simulator natürlich hier. So, ich betrete gerade GTA Online. Super, die Wolken. Oh. Dann fahren wir jetzt, würde ich sagen, zu Dennis ans Apartment, weil der joint gleich im Apartment. Ja. So, wer ist denn das da? Huch, das war. Oh, Curry. Oh. Wer kam denn da runter? Ach, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wer fährt denn hier eigentlich? Also, ich bin auf dem Zug. 616 fährt, glaube ich. Ach, deswegen. Hey, ich dachte, ihr fahrt mit dem Zug. Ja, wir sind auf dem Zug. Das Motorrad ist bestimmt wieder recht. Aber wir sind wieder aufgeteilt. Ja. Hier sind ein paar auf dem Zug, ein paar nicht. Und ich wollte gerade sagen, man kann nämlich gar nicht den Zug fahren. Was machen wir da? Oh. Ich gehe mal nach vorne. Der Zug hat's schon besser beim Fahren, muss man einfach mal sagen. Ich finde es aber sehr, sehr enttäuschend, muss ich immer wieder sagen. Selbst bei GTA San Andreas konnte man den Zug fahren. Ja, finde ich auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Man könnte da so lustige Sachen mitmachen. Einfach schade irgendwie. Zum Beispiel Zug fahren, wäre geil. Ja, oh, haben wir. Reschi. Reschi, Alter! Oh, boah. Schade. Knapp. Oh. Na, ja, fuck it! Oder was? Pikachu! Ich sehe das schon wieder als Outro-Song. Currywurst ist gestorben? Nein, der Currywurst, der darf nicht da sein. Er war immer ein guter Mann. Boah, wieder der Reschi drüber gejumpt ist gerade über den Zug. Ach, hier sind die Sprungstellen auch. Weißt du noch mit Trevor Gronk in GTA 5? Warte, ich steig mal aus gerade. Das wäre auch mal spoilert, eine geile, ey, wie er spoilert. Das wäre auch mal eine geile Challenge, mit dem Fahrrad auf den Zug springen. Nein! Mit dem Fahrrad auf den Zug springen, Alter. Mit dem Fahrrad, ja, das wäre auch geil. Da, wir fahren noch mit dem Fahrrad zum Mount Chiliad. Machen wir zwei das einfach, wenn die nicht zuhören. Ja, das ist ein guter Plan. Mit dem Fahrrad ist eigentlich auch eine geile Idee, wenn alle mitmachen, vor allem. Wie ich das vorgeschlagen habe, ey. Wie ich das vorgeschlagen habe. Bitte was? Ja, ja. Kommst du da mit dem Fahrrad drauf ohne Probleme? Das ist ja die Challenge, Alter. Ne? Ja, genau. Mit dem Fahrrad. Also mit dem Motorcycle geht's auf jeden Fall. Genau, alle mit dem Fahrrad hoch. Das ist schon mal eine Challenge in sich. Und warte, dann aber mit dem Fahrrad runter. Den Typen hier schieße. Passiert nichts. Das wollte ich auch gerade machen. Na, da passiert leider nichts. Wieso ist da gerade ein Helikopter abgestürzt? Oh. Alter, ihr seid ja am Arsch der Welt. Hier ist einer abgestürzt mit Fallschirm. Also der Zug fährt weiter, aber der Fahrer ist tot, das finde ich super. Ja, ja, geht ja auch nicht. Der fährt weiter, doch der Fahrer ist tot. Du kannst den auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man den entgleisen lassen kann. Ich bin runtergesprungen, ich bin tot. Ich bin auch runtergefallen. Also irgendwie, kommen wir wieder nicht zu viel. Außer zu schlechten Witzen. Ach, der Gronkh. Und wieder lacht er alleine. Ach hier, Avenger, Alchemisten. Danke. Die sind sehr besonders gerne. Gut. Was denn, die Witze, wo du lachst? Shuttle Service. Die schlechten. Ja. Achso. Hallo 616. Aber wir Jungs, ganz ehrlich, wir müssen langsam mal was machen, ey. Sonst ist das lame. Ich bin dafür, dass wir in der nächsten Folge das mit der dem Schneeörtchen mal versuchen. Ach so, das können wir auch machen. Huch, Curry, ohne Öl fehlt dir was. Was? Diese Bullen. Ha, 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 ha. Hallo. Tatütata, ja, meine Damen und Herren. Zum Glück war der Stefan Raab-Ding niemals mal, alt. Alter, Curry, was machst du denn? Das stimmt. Den Raab kannst du immer bringen, glaube ich. So, Helikopter-Tunnel. Bei dem Jahresrückblick mit dem Obstteller. Ich versteh's nicht. Das war so behindert, ey. Wo seid ihr denn? Fahr mal den Highway weiter, wir kommen gleich rechts. Weiter! Okay, ich bestell mir jetzt weiter White! Boah. Meinst du mich jetzt, wo ich soll weiterfahren? Ja, fahr mal weiter, wir kommen gleich rechts von dir. Oh. Alter. Oh. Rechts. Rechts, warum brennt jetzt? Ich spring mal runter, der Zug brennt. Sei doch kein. Sein Mann, bleib drauf! Nee! Bubi, ey!
Mann, Tobi! Außerdem fahre ich ja alleine mit dem Zug. Ein armer kleiner Führer, der saß in seinem Bunker. Eva Braun war tot, er holt sich einen runter. Ach ja, so. Oh, das war aber ein schöner Switz, ein schönes Lied. Das kommt in die Charts. Alter, sowas mal hochvoten, das wäre lustig. Musste Markus Kafka, oder wie heißt der, muss er das auf MTV... Entschuldigung, Reschi, tut mir leid, Reschi, das wollte ich nicht. Ich wollte es wirklich nicht, es tut mir leid. Da hinten fliegen Autos rum, was ist hier los? Alter! Nee, ich bin tot! Bin tot! Haben die mich in die Zange genommen, die Penner. Bin tot! TNT. Nö, nö, nö. Nom, nom, asozial. Boah, der 616 ist so ein cooler Typ, einfach. Voll der Easy Man. Der Curry nicht, sagst du, ja? Immer den Hinter. Da, ja. Der Curry ist voll der Erfolg. Curry, Kevin, Curry ist auch ein cooler Typ. Sag mal, Dennis, wo fährst du hin? Das war's dann aber auch, glaube ich. Ich hab's mir jetzt ein Symbol da. Wo muss ich denn hinfahren? Warte mal, Tobi, ich guck mal. Du willst einfach geradeaus weiterfahren. Hey, na, Baby. Soll ich die abholen? Die Frage was ist denn das, ey? Soll ich die abholen? Ist geil. Was machen wir denn gerade eigentlich? Ich hole euch jetzt mit dem Hai-Transporter ab. Wollten wir uns nicht irgendwo treffen? Wow. Ah. Ich bin erschossen schöne, worden. Schöne Kutsche. Ich steig jetzt einfach mal ein, der Benni wird's schon richten. Ein Turbinator! Der Benni wird's schon richten. Der Benni, der macht's gut. Der Benni, der macht der Zug. Alles, was der... Oh Gott, der Zug kommt! Gern... Oh. Nein. Oh Gott, oh Gott! 616! 616, komm mal die Gleise runter, Junge! Oh, die haben meinen Motorrad beschlagen, haben die Schweine. Da kommt der Zug. Oh, wie blöd! Jetzt habe ich mich da einmal nur blöd auf die Fresse gelegt, weil ich so ein Spasti-Manöver gemacht habe. Passiert ständig in GTA Online, vor allem wenn man aufnimmt. Ja, und dann, Alter, hängst du jetzt hier zu Fuß, weil mein Fahrzeug beschlagnahmt wurde, weil die Cops ja so super sind hier im Spiel. Ah. Brauchst du nichts? Nervt, das nervt! Nicht. Die Karre aus die Blaue. Alter, was ist denn hier los? Hat da wer runtergekotzt? Karre von 616 ist aus dem Schokoriegel inzwischen. Ja. Wie der da durchpasst. Ja, ne? Wie so ein Smart. Alter. Hua! Oh! Alter! Tja, super spannend. Ja. Oh, oh. Eigentlich schuldet der Pandoria noch was. Ja? Die hat mich ja von umgebracht. Na dann. Oh, Alter, Alter, voll unter Zug, Alter. Ach, schön. Ah, normal. Okay. Alter, wie krass das aussieht. Voll unter. Alter! Das geht doch, das kann doch nicht gesund sein! Alter! Wir müssen mal den Let's Play-Onkel einladen, aber das kann ich nicht machen. Hat den jemand in seiner Freundesliste? Nee, leider nicht. Leider nicht. Warte mal, ich guck mal, ob ich das Profil machen kann. Zu Spiel einladen? Ich probier's mal, ob das geht, weil er ist ja nicht in unserer Crew. Aber vielleicht kann man ihn einzeln einladen. Sag mal, Curry, was macht ihr denn da unterm Zug? Die Köpfe gucken schon oben raus. Das sieht so bescheuert aus, einfach von hier aus, weil der Wagen so klein gefahren ist einfach. Die Köpfe sehe ich gar nicht. Boah. Huch, Entschuldigung. So, wer ist da? Ach, das 616 wieder? Mit dem... Der 616, sein Auto sieht aus wie ein Marsriegel irgendwie. Huch! So, schön wieder drunter. Oh, ich glaube, ihr brennt. Ich glaube, ihr brennt. War schön mit euch. Pandori, Pandori haut schon ab, natürlich. Schön, wie Zug bist. Hier ist noch ein Platz frei. Hey, ihr seid doch gar nicht auf dem Zug. Alter, tritt voll gegen das Auto. Na dann halt nicht. War das gewollt? Ich glaube. Oh, ja. Die Geilwurst. Er war doch noch so jung. Die ist jetzt durch. Er war doch noch so jung. Jetzt steig halt ein, Mädel. Na also. Wo ist denn da mein Bike? Wer steht denn da links in der Pampa? Einer von uns, oder? Oh nein! Mist. Alter, den Helikopter außer Fahrt abschießen ist echt schwer. Komm, Gong, spring drauf! Warte, ich sehe grad nix. Hinten. Hör, ich fahr doch gar nicht. Ja, das bist du gar nicht, hä? Wo bist du denn? Ach so, ja, ich bin hier auf der Gleise. Ich dachte, du wärst auf dem Zug. Nee, da sind wir gleich wieder. Wir holen den jetzt ein. Ich mag den Optimismus. Alter, ich komm hier nicht raus. Ist so. Yes! Das ist dein Auto.
Nee. Ach, da ist der Heidelkraut. Ist einfach so eine Möhre. Bist du gerade ernsthaft gegen die Stange gefahren? Ja, ich fahre hier gerade gegen alle möglichen Stangen, weil ich nicht mal weiß, was ich tun soll. Soll ich dich mitnehmen? Ich finde es jetzt ein bisschen lame, einfach nur rumzustehen wieder. Ja, irgendwie schon. Dann mache ich halt irgendwie lieber was anderes halt. Deswegen verfalle ich immer dem Singleplayer-Let's Play. Also, weil wir so langweilig sind, willst du sagen, ja? Mhm. Ist das jetzt eine Aussage, die du gerade getroffen hast, mein Freund? Mhm. Wo ist denn der Walle? Ernsthaft, wo ist der Walle? Ist hinten bei mir, ich komme gerade hinterher. Bei deiner Mutter. Also nein! Das ist doch das Einzige, was du kriegst. Heidi! Oh! Oh! Beziehungen, Alter. Oh mein Gott, Alter, das hast du mir wirklich gesagt. Ich glaube, ich muss mir die Zunge putzen. Wieso, war da was? Gumpen. Nee, niemals. Sorry. Also nichts jetzt so, aber... Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Umgekehrt, sei mir nicht böse, aber... Ja. Ich möchte nicht dein Stiefvater sein. Ja, ich weiß, Heidi Klum ist mittlerweile auch ein bisschen älter. Heidi Klumpfuß vielleicht. Boah. Da musst du aufpassen. Ja, so, weg Heidi. Was machen wir denn jetzt? Also nicht wegen mir, ne? Aber meine Mama hört sich unsere Videos auch manchmal an. Da kriegst du wieder auf den Sack. Da sieht die, da kriegst du erstmal den Arsch voll, was du hier so redest. Wenn die Mutter vom Sarazar das hier sieht, ne? Ach. Also ganz Alter, ehrlich, da holt die Super Nini. Gar nicht. Also Frau R. Punkt, über ihren Sohn müssen wir mal reden. Sarazar, gehen Sie bitte auf die stille Treppe. Ich parke ihr super ein. Einpark-Challenge. Warte mal, wie kann man den denn so blockieren? Huh, Tobi, was machst du? Was macht ihr hier? Wir flüchten vorm Heidi. Oh, da fliegt doch ein Auto. Ich habe keine Ahnung, was wir diese Folge machen. Aber es ich habe ja eigentlich alles drauf gewartet, dass Dennis mich abholt, aber... Naja. Ach so, ich dachte, du bist auf dem Zug die ganze Zeit. Nee. Weil du meintest, ich soll zum Zug fahren. Ja, bist du ja auch nicht irgendwie so, ne? Boah, der bewegt sich keinen Millimeter. Doch, ich war sogar hinterm Zug. Wo sind die denn jetzt alle? Ach, da kommen sie. Oh. Ja, Alter, was macht ihr denn hier? Ja, komm schon noch ein bisschen nach vorne. Sehr schön. So, ich habe das Auto perfekt eingepackt hier. Da ist schon keiner mehr raus. Hui. Wir können auch mal eine Challenge machen, auf der Autobahn im entgegengesetzten Verkehr langlaufen. Haben wir ja am längsten durchhält. Die Fahrradtour, sage ich nur. Mache ich auch gerade hier. Boah. Alter, ich krieg den scheiß Heli nicht vom Himmel. Mit der Handfeuerwaffe. Hey, it's your friend Simeon. Hey, Simeon. You forget about me. Was ist hier los? Hey, Tobi, was machen wir denn hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade einfach völlig geflasht von dem, was hier irgendwie passiert und nicht passiert. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich mit die langweiligste Folge, die ich jemals hatte bei GTA Online. Ja gut, du warst ja wieder Singleplayer und packst ein. Ja, aber wir machen doch gar nichts. Wir machen doch aber gar nichts. Jetzt nur rumstehen, sich wieder zu killen, haben wir schon millionenfach gemacht. Also hier ist irgendwie... Ich will halt auch gerne was zeigen und dann haben wir doch alle gesagt, habt ihr noch vor zwei Folgen hast du eine Predigt gehalten darüber. Ja, natürlich. Und jetzt hältst du es genau selber nicht ein. Das Problem ist aber, dass wir... Boah! Alter! Wer war das? Heidelkraut. Ey, was war das? Was war das? Du hast eine Haftbombe geworfen. Hatte ich nicht Haftbombe gejagt. Ernsthaft, ich schwöre, ich habe keine Haftbombe gehabt. Eine Granate. Nee, auch nicht, ehrlich. Ich habe nichts gehabt, irgendwie sowas zum Hochjagen. Das hätte ich doch schon viel früher gemacht. Ich wollte eigentlich nur den Benni abknallen, weil er mich gerade abgedrängt hat. Was? Ich würde da jetzt nicht unbedingt landen. Oh, keine gute Idee. Ist ja irgendwie ein bisschen wie Fast and Furious hier gerade in die Szene. Alter, was war's denn? Der Currywurst, der Wahnsinnige. Ich wurde mitgerissen vom Zug. Vom Feeling einfach. Also Dennis, da hast du jetzt wieder ein Fass aufgemacht, ne? Alter, hast du das... Ey, ich wollte nur den Heli haben. Ja, hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Und er nimmt sich den jetzt, weißt du? So. Wo ist der Grund? Huch, hä, was war... Alter,
Schießt du auf mich? Nee, auf mich. Auf alle! Alter, Dennis, lass das doch mal bitte. So, ich musste mich rächen. Wofür? Weil du mich umgebracht hast! Jetzt bin ich wieder nett zu euch. Was ein Auto. Alle drei Folgen muss Dennis wieder anfangen. Ich verstehe es einmal nicht. Aua. Ich bin schon so verzweifelt, ich hole mein Motorrad wieder. Ja, ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht, was wir jetzt noch machen wollen, groß. Also langsam habe ich das Gefühl, nicht böse sein, aber so ein bisschen die Luft raus, das geht ja online, um das mal ganz objektiv zu sehen. Also ja, für ein Let's Play, finde ich. Aber wir können halt schon noch was machen. Wir können zum Beispiel nur aus Jenken nur mal, wir können schon noch ein paar Challenges machen, auf jeden Fall. Aber wir müssen uns dann halt auch zusammenreißen, das irgendwie probieren und nicht wieder jeder, hey, ja, schieß mich ab. Und ja, ja, klar, aber das Problem ist halt, wenn die Schaufelradbagger nicht da sind. Ich habe da auch Spaß dran, aber ich sehe das halt als sehr langweilig für den Zuschauer oft an. Oh. Weil kann man halt den auch Let's Play-Onkel nicht einladen? Haben. Doch, ich habe ihn eingeladen, aber es geht nicht wegen Crew Station, glaube ich. Ich meine ja auch so eine Sachen, wenn zum Beispiel diese Kipplaster nicht da sind, wenn die Abschleppwagen nicht da sind und so weiter. Das ist immer so ein bisschen schade. Ja, vor allem, weil wir dann wieder große Töne spucken und nichts einhalten. Ja, genau. Ja, das nervt mich auch. Nee. Ja, es tut mir leid, liebe Freunde. Mano. Der Gong ist schuld. Was? Alter, ich heiß doch nicht Dennis Wert. Natürlich nicht. Ich hatte gerade voll die FPS-Probleme, ey. Krass. Nee, wir ärgern uns doch immer nur ein bisschen alle hier. In Wirklichkeit, war der Let's Play Onkel denn bei der letzten Folge dabei, wo wir diese Kipplaster hatten? Ja. Let's Play Onkel. Er hat mich sogar angeschrieben, ob ich ihn in die Session einlade. Ich habe es probiert, aber es geht nicht. Dann müssen wir in der nächsten Folge einfach mal so eine Friends-Folge machen, wo wir dann diese Leute einladen können. Ja, nee, wir müssen eine Crew-Session machen, genau. Huch, genau. Oder eine Crew-Session mit mehreren Crews. Oder mal gegen Gronkh. Dann können die schnell joinen, die Leute. Hä? Und auch die wir einladen. Hilfe! Was jetzt? Ich bin im Laster. Ja. Ich bin im Laster gefangen. Ach, du fährst gerade? Benny, fährst du den Laster? Ja, ich fahre. Okay. Ich sehe hier gerade gar nichts außer Laster. Hilfe! Wie bist du da reingekommen? Ich weiß nicht, der ist einfach reingeklettert, ist die Tür zugegangen. Was passiert, Tobi? Avenger klettert auf den Laster drauf. Die Tür ist wieder offen. Hilfe! Benny. Ursprünglich wollten wir doch diese Fahrrad-Motorrad-Nummer auch machen und so. Ey, wir fahren alle auf die Ladefläche. Für eine Fahrradtour bin ich übrigens immer noch. Einfach mal mit dem Fahrrad ins Grün fahren. Oder auch diese Nummer mit dem auf den Zug springen. Genau. Wäre schon geil. Ja. Ich habe jetzt ein Moped am Start. Benni, worum fährst du? Ich sehe gerade nichts. Noch nirgendwo. Fragt sich nur, wie lange. Achso, ich warte eigentlich darauf, dass die alle einsteigen. Nee, wir können auch hier oben drauf bleiben. Wir fallen nicht runter. Nee. Nee, ernsthaft, wir fallen nicht runter. Okay. Auf dem LKW kannst du nicht runterfallen. Okay, warte, bleib stehen. Hilfe! Siehst du? Ich bin den sanften Weg. Wo ist denn der Tobi? Vorne eingestiegen. Ach, Tobi. Ja, du bringst doch eh gleich wieder alle um. Nein. Guck jetzt, ich komm mal zu euch gerade. Warte mal, ist runtergefallen? Nee, ich hab mich bewegt, das ist das Problem. Hä, nee, ich bin immer noch im Laster. So, jetzt. Nee, der Dennis. Jetzt. Ach so. Wieder unten die Tür einfach mal aufgeht. Wer schießt denn hier rein? Kannst du jetzt hinten rausgucken? Ja, wenn die Tür offen ist, kann ich hinten rausgehen. Wo fährt der gerade hin, der Laster? Das ist voll geil. Hey, warte mal, der Benny fährt den Laster nicht, aber der Laster bewegt sich. Reschi, hallo, oh. Okay, warte, ich fahr. Okay, Tobi, gib Zunder. In die Stadt, oder was? Ja, fahr mal in die Stadt. Ich hol euch ein. Das ist total geil, warte, Tobi. Hilfe. Ich mache hier gerade Rennsession mit dem Moped. Miau. Warte, Tobi! Wartet! Oh, Alter, ey, die Cops, die Heidi, Schweine. Ich grüße dich! Das gibt's doch nicht. Warte mal, schießt du hier so an der Wand? Ja. Oh. Damit ich hier nicht rausfall. Ach, du bist du bist da. Was machst du denn da, Alter? Ja. Ach, du bist du tot? Ja, ich wurde von der Polizei abgeschossen. So. Warte mal, Tobi. Ich muss natürlich weiterfahren wegen der Polizei. Warte, fahr weiter. Stopp. Jetzt, gib's unter. Kommt rein, schnell. Pandoria, spring. Yeah, noch drin. Los geht's. Cola Truck. Hilfe. Ja, die Folge geht da auch schon ewig, oder? Ja. Ich wusste gar nicht, dass man Trucks hinten drinstehen kann. Haben wir das schon mal gemacht? Komm, wir ballern da mal raus. Doch, haben wir schon gemacht alles. Ich hab dich doch schon mal von so einem Truck runtergeschossen auch. Erinnerst du dich? Ja, da erinnere ich mich noch. Das ist ewig her. Tobi! Boah, die setzen den Ball. Fahr mal ein Stück zurück.
Alter Schwede. Jetzt, jetzt ist der Schrott, der hey. Schrott. Nee, der ist nicht Schrott. Boah, Alter, nee? Wer fährt denn das Ding gerade? Ich, aber die Bullen halten mich halt auf, ne? Drei Sterne. Ach so. Mal gucken, ob ich mit dem Wo ist denn der Benny? Truck reinspringen kann. Ja, das hinterher. Ist geil, oder? Guck mal hier. Ah! Alter, der Avenger hat eine Minigun, wie geil. Hier willst du drauf, Benny? Geht das? Oh, nein! Ja, wer hat denn da die Panzerfaust? Alter, Avenger, fahr weiter. Oh Gott, oh Gott. Ich bin schon tot. Okay, meine Damen und Herren, die Fahrt endet hier. Ich glaube auch. Boah! Alter, hat krass geklappt. Geil. Huch! Boah! Oh. Alter! Ich hab nur einen V-Schlag gehört, da ist irgendjemand runtergefallen. Wieder verloren. Alter, wie der Gronk da rausgeflogen kommt. Ja, der Gronk ist doch drin, ich bin noch drin. Aber ja, hier bist du gerade rausgeflogen. Ah, du schwebst bei mir im Auto hinten. Alter, du stehst bei mir mit den Füßen an der Decke. Ja. Alter, du hast mir die Granate. Total. Jetzt stehst du wieder normal. Hast du eine Granate in der Hand? Ja, ja, ich warte noch, bis die Bullen wiederkommen. Jetzt! Naja, ist eh schlecht getimed. Krieg ich noch irgendwen? Yeah! Oh, da hinten. Geil. Tobi, fahr mal irgendwo zum Flughafen oder sowas. Ich darf Fahrräder holen. Was denn jetzt? Ja, mit der 3 Sterne und Fahrräder. Hua, Alter, oh, Alter, Alter! Tobi, eine Abkürzung! Hilfe! Hilfe! Delicious! Ah, ich fall in den Laster rein! Hilfe, was ist hier los? Ich sehe da nur so Blutflecken, Alter! Aua, aua! Schnell, schnell in die Wand! Aber warte mal, vielleicht können wir hier die Bullen loswerden. Ja, warte mal hier. Warte mal hier, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich lebe! Wer setzt, muss einfach nur stehen bleiben. Wer setzt denn ihr Kopfgeld aus? Nee, das war aber nicht der Auto. Ah, der Polizeiwagen fährt weiter, okay. Verdammt. Der Sarah hat ihn mitgebracht. Oder? Die nö. Weil hast du Polizei? Nee. Nee, ich bin die richtige Abkürzungsmanöver gerade gefahren. Ich hab Cops am Arsch, doch. Wollen wir mal Folgenpause machen, weil die geht jetzt schon wieder so ewig, glaube ich, oder? Ja, ja, die geht schon wieder lang. Auf jeden Fall. Okay. In der nächsten Folge machen wir dann mal wieder was Anständiges. Echt? Hm? Ja, bin ich mal für, oder? Ich glaub noch nicht so wirklich dran. Ich auch nicht. Naja, liebe Freunde, das war's für heute und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Tschüss. Ciao. Naja, 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 naja. Ah, jetzt kein Trübsalblasen. Behalten wir Folge. Denken uns schon noch irgendwas aus. Behalten eine Folge. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet. Dann machen wir das auch, ne? Weil sonst hängen wir hier nur rum gerade. Naja, 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 naja.